dass für die Rückgabe von Nazi-Raubgut bzw. für die entsprechenden Nachforschungen vorgesehene Geld sollte doch lieber den heimischen Museen für den Ankauf von Kunstgegenständen zur Verfügung gestellt werden. So ließ es die FPÖ-Kultursprecherin verlauten. Wenn man den Tiefstand des demokratiepolitischen Bewusstseins in Kärnten kennt, wundert man sich über gar nichts mehr, auch nicht darüber, dass dieselben FPÖ-Politiker, die Revisionisten und Holocaust-Leugner publizistischen Raum gewähren, auch Leute der sogenannten Kärntner Konsensgruppe ihr Presseorgan zur Verfügung stellen und dass diese das Angebot bereitwillig annehmen. Da würdigt man zum Beispiel im FPÖ-Blatt zur Zeit die Konsensarbeit des Obmanns des einstmals linken slowenischen Zentralverbandes mit einem ganzseitigen Interview. Im gleichen Blatt wird für die geschichtsrevisionistischen Videos des Hobbyhistorikers Andreas Mölzer geworben, der in seinen Dokumentarfilmen selbstverständlich ganz objektiv die Partisanen als rachelüsternde Mordbanden darstellt. Der Obmann des Kärntner Heimatdienstes, auch einer der Wortführer der sogenannten Konsensgruppe, bekommt in der gleichen Nummer ebenfalls eine ganze Seite für Eigenwerbung zur Verfügung. Offenbar als Ausgleich dafür, dass er bei der EU-Wahl für den FPÖ-Mann Andreas Mölzer die Werbetrommel gerührt hat. Wie es unter anständigen Kameraden in diesem Verein so üblich ist, werden gleichzeitig die alten Feindbilder bemüht. Der Kärntner slowenische Schriftsteller Janko Messner, der übrigens weder Deserteur noch Partisan war, sondern als überzeugter Antifaschist Hitler und Kriegsgegner, wofür ihn die Nazis in die Strafkompanie gesteckt haben und als Kanonenfutter verwendeten. Janko Messner wird in der gleichen Nummer vom Heimatdienst Obmann Frank und Frei zum wiederholten Mal als Dickelkommunist bezeichnet. Offensichtlich ist das immer noch das mehrheitsfähige Verständnis von Versöhnung. Diffamierend gegenüber Antifaschisten und widerständigen Slowenen, versöhnlich gegenüber den Kärntner Slowenen, die, wie es immer heißt, über ihren Schatten gesprungen sind, die unter der jahrzehntelangen Diffamierungswalze des Heimatdienstes heute angepasst und brav geworden sind. Sie sind jetzt als die guten Slowenen und als du, Freunde der Heimatrallen, aus dem Schussfeld des Heimatdienstes gerückt. Als Dank dafür haben die guten, konsensbereiten Slowenen jetzt auch einem Andreas Mölzer und einer FPÖ gegenüber keinerlei Berührungsängste. Eine Distanzierung vom Gedankengut des Kärntner Heimatdienstes war unter der Dunstglocke dieser Konsensphilosophie ohnehin nicht zu erwarten. Dieser Domestizierungserfolg, errungen über zwei von drei Slowenienorganisationen, verdankt sich einer einzigen Strategie, bei der alle aus der gleichen ideologischen Quelle schöpfen und den gleichen politischen Weg folgen. Strache mit Erfolg in Wien, Dörfler mit Erfolg in Kärnten und Mölzer mit etwas weniger Erfolg auf europäischer Ebene. Das ist trotz minimaler Schattierungen und Wendungen sein Weg. Die Kopien werden naturgemäß immer etwas blasser ausfallen als das Original. Sie sind deshalb nicht weniger gefährlich. So viel zu den Wortführern der neuen Rechten und zum Thema Kärnten neu denken. Für uns von Memorial Kärnten-Koroschka kann aus Gründen, die Ihnen vielleicht jetzt verständlicher geworden sind, der Beitritt zu so einer ideologisch geeinten Konsensgruppe kein erstrebenswertes Ziel sein. Wir begrüßen dagegen den gesellschaftlichen Fortschritt, der auch unserer Initiative entgegenkommt. Wir begrüßen es ausdrücklich, Kollege Jobst hat es schon gesagt, dass die Republik Österreich mit großer parlamentarischer Mehrheit endlich
ein deutliches Zeichen gesetzt hat, die Urteile der NS-Justiz aufzuheben und die NS-Opfer ohne Wenn und Aber zu rehabilitieren. Bis zu einer offiziellen Entschuldigung für das bisherige Versäumnis werden wahrscheinlich noch Jahre vergehen. Bis zu einem ehrenden Gedenken an die Opfer noch viel längere Zeit. Zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Frohbotschaft. Dem unsäglichen Treiben am Ulrichsberg wurde in diesem Jahr Einhalt geboten. Auch das ist kein Verdienst der Kärntner Konsensgruppe. Die Initiative dazu ging von Wien aus. Während Kärntner Medien schon einer Neuaufstellung des Vorstandes der Ulrichsberg-Gemeinschaft aus unverdächtigen Personen das Wort reden, wäre ein Nie wieder Ulrichsberg ein wahrer Fortschritt für Kärnten und ganz im Sinne unserer Plattform gegen das Wiederaufleben von Faschismus, Rassismus und Antisemitismus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Walter Lichter.